So, jetzt machen wir weiter. Und unsere Frage ist folgendes: Können wir diese Rechnung vereinfachen? Ja, eure Vermutung ist richtig. Also, wenn ich diese Frage stelle, dann heißt es dann, wir können das. Ja, dann schauen wir mal, wie wir das vereinfachen können. So, wie haben wir gerechnet? Wir haben berechnet, dass am Ende des ersten Jahres wir haben 1020 Euro in unserem Sparbuch. Wie entstanden diese 1020 Euro? Ich wiederhole das einfach, was in der vorigen Seite war. Aber 1000 Euro war unser Anfangskapital. Und dazu addieren wir die Zinsen. Und wir haben die Zinsen berechnet. Mit der 1000 mal die 2 dividiert durch 100. Ja? So. Das ist unsere Zinszahlung. Und jetzt pass mal auf. Jetzt haben wir hier diese Zahl 1000 und 1000. Zweimal 1000. Das können wir rausheben von einem Klammer. Ja, das sieht so aus. Ja, die 1000 haben wir hier rausgehoben. Dann entsteht hier ein 1. Ja, für die 1000. Und diese der 1000 ist hier draußen und bleibt übrig. Diese 2 geteilt durch 100. Ja, sieht schon einfacher aus. Und das können wir berechnen. Ja, so, also 1000 mal 1,02 ergibt unsere 1020. Wow, die Rechnung ist so viel, viel einfacher. Ja, wir müssen einfach nur die 1000 multiplizieren, 1,02. So, und im nächsten Jahr können wir das dann so machen. Ja, also wir haben dann im zweiten Jahr gerechnet. Dann nehme ich wieder der Anfangskapital, das diesmal ist dann vom vorigen Jahr, das habe ich jetzt übernommen und das multipliziere ich jetzt genauso wie im ersten Jahr mit dem 1,02. Und so bekomme ich wieder die 1040,44. Ja? Jetzt habe ich hingeschrieben. Jetzt aber hier aufpassen, weil jetzt kommt eine ganz interessante Sache. So. Jetzt rechne ich ein bisschen so zurück. Wie haben wir diese 1020 bekommen? Wir haben das so bekommen, dass wir die 1000 mit 1,02 multipliziert und dann hier wieder nochmal 1,02 multipliziert. Und das können wir umformen in eine Potenz. Also 1000 mal 1,02 hoch 2. Wow, super. Und wie sieht das aus in dem dritten Jahr? So. Wie viel Geld haben wir im Sparbuch im dritten Jahr? Dann machen wir genau das gleiche. 1000 mal 1,02, das ist das erste Jahr. Im zweiten Jahr das nochmal 1,02 multipliziert. Und im dritten Jahr nochmal 1,02 multipliziert. 3 Jahre. 3 mal 1,02 multipliziert. Und dann heißt es dann 1000 mal 1,02 hoch 3. Und wie viel Geld haben wir? Naja, so 1061,208. Wow, da haben wir diese 1,208. Das ist unser Zinseszins. Und jetzt habe ich hier für mich eine kleine Notiz gemacht. Schau mal das mal an. Schau mal das mal an. Wir haben hier die 3. Und wir haben hier das Jahr 3. Wir haben hier die 2 und wir haben jetzt hier die 2. Jetzt haben wir hier die 1. Wo haben wir die 1? Ja, das schreiben wir normalerweise nicht hin, aber hier könnten wir das hinschreiben. Mal irgendetwas hoch 1 ist genau das gleiche, das schreiben wir nicht hin. Wow, es ist nichts anders. Ja? Jedes Mal müssen wir einfach nur die Zahl des Jahres als Exponent nehmen. Oh, cool. So, können wir diese Rechnung verallgemeinern? So, okay, wir können die Frage stellen. Ja, das haben wir. Wir können die Frage stellen. Wie viel Geld werden wir uns unsere Guthaben haben nach 100 Jahren? Ja, natürlich, wir werden das nicht haben, oder du wirst es nicht haben, sondern dein Enkel, ja? Wie könnten wir das einfach berechnen? Und wir können das super einfach berechnen. Müssen jetzt nicht 100 Mal das rechnen, sondern einfach nur mit dieser Methode.
dass wir unseren Anfangswert 1000 Euro mal 1,02 hoch 100, ja, und dann rechnen wir diese Zahl aus. Und dann ist das super Sache, du hast diese Taschenrechner, ja, und in dieser Taschenrechner hast du diese kleine Button, ja, oder Knöpfleinchen. Hier steht neben x hoch 2. Du kannst hier x hoch 2 direkt ausrechnen, aber du kannst auch mit dem x hoch 3, x hoch 4, x hoch 5. Ja? So, warte mal, ich weiß nicht, ob du das da siehst. Da, ja? Ich nehme zum Beispiel die Zahl 5 und dann sage ich hoch 100 gleich, wow, und dann kommt so eine Zahl da raus. Ja? Du kannst mit diesem Knopf. Knopf, ja, beliebige Exponent Potenz berechnen. Wow, super, gutes Taschenrechner, oder? Ich hatte damals sowas noch nicht. So, also, wie lautet also unsere Berechnung? Wie lautet allgemein das Zinseszinsrechnung? Wir haben ein Guthaben, nennen wir diese Guthaben mit dem Buchstabe G. Ja? Jetzt führen wir unsere Aufgabe. Dieser Guthaben kann theoretisch alle Zahlen sein. Deshalb nennen wir das einfach, nehmen wir das mal an. Das ist eine reelle Zahl. Es gibt natürlich keine reelle Zahlen auf Konto, ja, weil die Kontos können nicht reelle Zahlen abbilden, sondern immer nur höchstens rationale Zahlen. Aber in Mathematik können wir diese Annahme machen. Die Zeit ist T, ja, Time. Die Jahre können natürlich nur natürliche Zahlen sein. Du hast recht, es gibt Halbjahr, Vierteljahr und sowas. Das lassen wir erstmal außer Acht. Ja? Banken können taggenau Zinsen rechnen. Ja? Dann ist die Zeit ist Tag. Ja? Und der Tag ist auch eine natürliche Zahl. Die Banken können nicht in Stunden Zinsen rechnen. Dafür sind ihre Computer und ihre Software nicht programmiert. Aber man kann natürlich. Der Zinssatz ist unser P%. Kann auch theoretisch eine reelle Zahl sein. Ja? Okay. Gut. Und wie sieht dann unsere Rechnung aus? Ja? Wir wollen jetzt hier berechnen, was ist unser Guthaben nach t Jahren. Das ist gleich mit dem Guthaben ganz am Anfang. Ja? Warte mal, das ist kein 0, sondern es ist ein 1. Ja? Nur im ersten Jahr. So. Und dann unser Wachstumsfaktor 1 plus die P, unser Zinssatz, ja, geteilt durch 100 hoch dt. Ja. dt war jetzt zum Beispiel hier unsere 100. Ja. Und das, was hier in dem Klammer steht, das nennen wir Wachstumsfaktor. Ich schaue wieder auf meine. Oh. Das ja. Wachstumsfaktor, das können wir als Q nennen. Ja? So, und wenn wir das als Q abkürzen, dann haben wir diese berühmte Form, ja, dass unsere Guthaben nach 100 Jahren oder nach t Jahren ist unsere Guthaben im ersten Jahr mal der Wachstumsfaktor Q hoch t. Ja? Das ist das. Okay, jetzt mache ich hier Stopp.